Hallo, willkommen zu einem alten Patch Replay. Ich bin immer noch in dieser alten Sandstorm, war das, glaube ich, Serie. Aimstrong hier vorne gegen Magpies. Ich denke, das soll Magpies heißen. Ist immer wieder eine kalte Dusche, so ein bisschen, wenn man zwischen altem und neuen Patch und her hüpft. Obwohl tatsächlich die letzte Runde von den beiden hier gar nicht so stark war, fand ich. Vielleicht haben sie auch einen schlechten Tag gehabt, aber vielleicht, ich glaube, dass es auch ein sehr altes Replay ist. Also vielleicht sogar noch ein bisschen, ne, wo die selbst noch sich hochgespielt haben. Jo, dann schauen wir mal, was sie machen. Das gibt einen Pio-Start. Interessant. Könnte allerdings auch. Es gibt einen Start, wo man hier ein Headquarter reinbaut. Auch so einer sein. Mal gucken. Ja. Heute ist übrigens ein super Tag. Kennt ihr diese Tage, wo ihr LOL spielt und ihr wisst, dass eure Mitspieler schuld sind, wenn ihr verliert? Heute war das nicht so. Es ist kein guter Tag auf jeden Fall. Das wird ein Headquarter, oder? Oder er kann natürlich auch sein, dass er das Haus blocken möchte, ne? Aber es sieht so aus, als ob er ein Headquarter bauen will. Vielleicht wird mir nicht angezeigt, wenn ich umschalte, die Farbe. Da kommt der Support. Das ist wirklich notwendig. Das Ding ist halt, wenn er ein Headquarter da bauen sollte und es sieht auch so aus, dass keine Pios gespammt werden, dann müsste er tatsächlich auch, ich glaube, den Sektor muss er gar nicht halten, wenn er es einmal angemacht hat. Da ist das Headquarter. Dann muss er ja trotzdem die Einheit noch herstellen daraus. Ne? Und man kann das ja mit Rechtsklick auch ein bisschen angreifen. Aber normalerweise ist das relativ sicher, also der sollte das nicht kaputt kriegen. Na, der macht das jetzt hier auch. Man sieht das wieder oben wegtickt, weil er das anklickt, so wie ein Decappen. Ich glaube nicht, dass er das schafft. Bin nicht ganz schlüssig, was er machen will. Er hat das ein paar Mal an- und ausgemacht. Also kommt darauf an, was der Wehrmacht halt herstellt, wie lange das Zeug braucht, was da rauskommt. Ist aber jeden Moment fertig. Und von da vergeudet er hier Zeit. Und damit hat eigentlich schon der Wehrmachtler einen Gewinn gemacht, kann man sagen. Er muss nur das Haus ausgeben, das zu resetten. Ne? Damit hat der Wehrmachtler eigentlich schon viel gewonnen, weil eben einer der zwei Pios, also ne, die Hälfte der Kappkraft sozusagen, nicht gekappt hat. Ne? Und von da hat sich das Ding schon mega hardcore fett gelohnt. Das ist aber auch komisch, dass er als erfahrener Spieler, der Aimstrong, gesagt hat, er kann das decappen. Das geht halt einfach nicht. Ne? Also ich weiß nicht, warum er das jetzt angeklickt hat, was er bei gedacht hat. Was hat er denn erwartet? Dass er keine Manpower dann über hat, um da was zu bauen? Das ist doch, was soll er machen dann? 10 Pios gebaut haben gleichzeitig zum Headquarter? Das macht man so ja auch nicht. Also von Armstrong, der sich ja nicht besonders gut reagiert mit dem Pio. Ingenieur meinetwegen auch, aber ich weiß eh nicht, warum das. Sind das eigentlich wirklich unterschiedliche Wörter? Für mich ist das eine dasselbe. Pionier, Engineer. Das eine ist ein bisschen technischer, das andere könnte einer sein, der auch neues Land erkundet, oder? Aber im Spiel ist auf jeden Fall dasselbe gemeint mit den beiden Begriffen. Auch wenn die verschiedene Namen haben. So, jetzt geht's los. Ja, das macht natürlich jetzt keinen Sinn, dahin zu gehen, weil ist ja klar, der hat jetzt hier vorne, kann er halt reinforce im Headquarter. Ne? Und dann kommen auch die Truppen, kommen halt, also näher an der Basis kann man nicht kämpfen als hier. Und da sind diese Angriffe, die Armstrong jetzt hier vorne macht, völlig sinnbefreit. Das würde nur Sinn machen, wenn er halt irgendwelche Waffen dabei hätte. Und zu dem Zeitpunkt kann er noch keine Granate oder irgendwas haben. Ne? Genau, das haben sie ihm einfach gemassakert. Er hat 50% Leben verloren. Und zwar halt auch völlig unnötig. Wenn er jetzt die Granaten taggt, dann hat er einen Rifle mit 50% Leben weniger. Das heißt, er hat sich jetzt gerade durch diese beiden unnötigen Aktionen an dem Headquarter das gesamte amerikanische Early Game wahrscheinlich abgegeben. Dritte Rifle. Naja, was will er jetzt machen? Also, die sind jetzt hier verteilt, die Rifles. Und kommen auch noch von der ganzen Map-Hälfte und er weiß ja, dass der dritte da unten ist. Ne? Also ist oben kommt ein dritter raus, das weiß man und einen dritten sieht er ja. Also der hat jetzt hier, ne, alle Ressourcen verloren. Also alles. Ja, Armstrong wurde so an die Wand gespielt. Und man muss es eigentlich so sagen, eigentlich wurde er nicht an die Wand gespielt, eigentlich hat er sich selber an die Wand gespielt. Das war wirklich ein sehr, sehr unschönes Early Game. Er holt jetzt noch die Munde da vorne weg. Das macht er noch nicht mal fertig. Das wird doch nicht besser dadurch. Also er wollte das Haus haben, ist schon klar, aber also wofür soll das jetzt gut sein? Das verstehe ich halt nicht, ne? Das erreicht er ja trotzdem nichts. Also alles, was Armstrong da macht, das macht für mich im Moment keinen großen Sinn. Also das Haus nur zu decken, wenn er den Punkt nicht decapped hat, da hat er ja nichts von, ne? Und diese Verzögerung führt nur dazu, dass er immer wieder rein raus muss. Jetzt macht er sogar gar nicht mehr. Er hätte es lieber eben gemacht, hätte er es noch zu Ende bekommen, weil er eben weiter vorne war. Ja, es hat er nur einen Rifle hier, der wieder Schäden nimmt. Er versucht es aber auf der kurzen Seite, also und daher, das wird schon ein bisschen besser hier. Die 6 gegen 2. Das könnte sogar funktionieren, wenn er jetzt nicht rausgeht. Aber warum sollte er nicht rausgehen? Er geht nicht raus, okay. Er sollte eigentlich rausgehen aus dem Haus. Ja. Also keine Ahnung, was da drin bleibt. Wobei tatsächlich der das trotzdem verliert. Der hätte sich, glaube ich, hier vorne hinstellen müssen, an die gelbe Deckung. Die ist ja auch directional. Also ich glaube, hätte er sich hier hingestellt, hätte es geklappt. Weil auf Short Range, es wird als grüne Deckung, glaube ich. Aber mit der gelben hätte er es vielleicht geschafft, ne? 6 gegen 2. Wir schießen ja nie gleichzeitig. Also Armstrong zeigt auf jeden Fall ganz, ganz massive Schwächen hier. Vom Positioning. Hier ist eigentlich als einer der Guide-Schreiber einer der besseren Spieler bekannt, aber ich vermute mal, das war noch wirklich zu den Zeiten, wo er sich selbst auch noch warm gespielt hat.
Im Moment glänzt er noch nicht, ne? So, der müsste eigentlich ein Medic-Bunker kommen. Der hat ja jetzt unglaublich viele Volks gebaut. Ja, der Reinforced jetzt hier ist auch so ein Fight. Das sollte er eigentlich locker gewinnen. Ja, er müsste eigentlich einen Medic-Bunker bauen, denke ich. Das muss auf jeden Fall kommen, wenn man so viel spammt an Infanterie. Wird 1 ist sicher auch okay, wenn man das ausgibt, ne? Hat links noch nichts gesehen da oben. Wenn der T3 kommt, na gut, dann kann er nur mit Panzerfäusten arbeiten. Das geht natürlich auch. Mine hat noch keiner gelegt. Das wird 1. Ja, also der Medbunker wäre jetzt der absolute Brüller, ne? Den Medbunker würde ich mir wahrscheinlich an seiner Stelle noch geben. Ja, von den Ressourcen her, also der Amerikaner könnte jetzt die Bar ausgeben, ne? Gleich, wenn er wollte. Solange kein Medbunker auf der Map ist, würde ich das vielleicht auch überlegen. Gerade wenn es vielleicht auch Wert 2 werden würde, ne? Aber ihr könnt halt gegen Volks unendlich viel Erfahrung sammeln. Und außerdem muss er auch den D-Cap da wieder, ne, cappen. Sonst hat er halt alle Ressourcen weg. Das heißt, er muss eigentlich auch Kampfkraft haben. Also vielleicht wäre die Bar eine Lösung, aber er hat auch keinen Heal. Ne? Also guck mal, welchen Zustand die Armee ist. Also die sind ja alle Half-Life, selbst wenn die hier 6 Mann haben. Das ist ja katastrophal, das wird die Bar. Ich glaube, damals hat die Bar noch irgendwie 10 oder 15% mehr XP gegeben für die Kills. Schon so lange her. Also damals war noch ein bisschen anders die Bar als heute. Ja, also die Bar ist aber, glaube ich, okay, weil er braucht jetzt einfach die Kampfkraft auf der Map. Ein Heal braucht er auch, weil er keine Ressourcen für. Allerdings müsste der Wehrmacht schon lange meiner Meinung nach einen Bunker halt hochgezogen haben, ne? Na, jetzt muss er halt aufpassen. Also er muss ja eigentlich auch von den Ressourcen erwarten, dass er eine Granate und eine Bar kommt. Der epische Blob. Jetzt hat er von The Fatherland angemacht. Und das ist halt stabiler. Jetzt macht er hoffentlich Focus Fire auf einen. Der auf den da unten, den da. Das große Massaker. Aber jetzt stellt euch nochmal, also ja, die Bar ist jetzt zu spät gepoppt in dem Fight, ne? Aber ihr stellt euch trotzdem mal vor, und das war ja sogar ein Puck, nee. Ihr stellt euch mal vor, der hätte jetzt einen Medic-Bunker, ja? Wie geil das gewesen wäre. Also das Risiko hier auch mit der Phase, wenn den Kampf zu führen, zu einem Zeitpunkt, wo einfach die Bar poppen muss, ja? Oder eine Granate hätte auch gereicht. Also dass er hier, also im Lootbad habe ich ja selten gesehen, ja? Das ist ja hardcore krass. Sekunde, da brauche ich einen Screenshot. So, kann weitergehen. Ja, also das hat jetzt natürlich wettverteilt an den Amerikaner, den zurück ins Spiel gebracht und alles. Er hätte einfach nur wirklich Medbunker haben müssen und dann den Kampf eben rüberziehen, wo er auch noch reinforcen kann. Den Kampf hätte er nicht fighten dürfen. 4 Rifles sind sowieso schon immer ein Problem, aber damit Bar, ne? Und das muss man erwarten, dass die poppt zu dem Zeitpunkt. Das war ein gigantischer Fehler von Magpies. Ja, Comeback. Er braucht trotzdem einen Heal, denke ich. Es hat sich nicht geändert. Und wir brauchen immer noch einen Medic-Bunker auf der anderen Seite. Das hat sich auch nicht geändert. Also er braucht ja schon irgendwann Grenz, ne? Plus Grenz mit Wert 2 sind eh besser gegen die Bar. Flammenwerfer, der wird aber kein Flammenstoß mehr. So, das ist der Block wieder. Muss trotzdem auf den Granaten jetzt auch aufpassen, ne? Ja, aber hier immer wieder ein bisschen Feuer, ne? Ja, super in Hololive. Wenn er eine Bar erbeuten könnte, das wäre natürlich episch für ihn. Jetzt kämpft er hier im Headquarter. Ich kann auch gerne mal die grüne Deckung ausgeben. Ich weiß nicht, was der mit dem Bunker hat. Was spricht denn gegen den Bunker, wenn man irgendwie 5 Volks oder so hat? Ja, oder 4 meinetwegen. Was spricht denn gegen den Bunker zu bauen? Ich verstehe das nicht. Also jetzt kämpft er halt in gelber Deckung gegen Bars. Auch wenn er reinforcen würde mit dem Fatherland. Das sind keine Kämpfe, die sinnvoll sind, ne? Flammenwerfer schön reingezogen. Das Ding ist halt, dass er bei den Kämpfen keine XP bekommt, während der XP für seine Rifles bekommt mit der Zeit, ne? Also selbst wenn er so kämpft hier und selbst wenn er mehr Manpower kaputt macht, also verliert, selbst dann levelt er die Rifles damit nur auf, obwohl die muss echt mal aufpassen, also ne? Also er levelt die wirklich mit der Zeit nur auf. Diesmal hat es immer wieder gut funktioniert, Blob gegen Blob. Das liegt aber auch daran, dass er keinen Heal hat. Ja, aber der hat hier Reinforced hier vorne. Hat auch Wert 2 vergeben, also ganz komisches Makro, habe ich so noch nie gesehen. Wie gesagt, damals ja noch ein anderer Patch, ne? Aber der Medbunker hätte sich auch damals gelohnt. Heal jetzt vielleicht doch mal. Danke. Wie sieht es denn aus von den Kills her? Ja, der eine hat nur 2 Kills. Muss mal alle durchgucken. 5 Kills, 6 Kills, 2 Kills. Ja, aber gleich hat er 3 Wert 1 Rifle. Ja, dafür vielleicht sogar ein Wert 2 jeden Moment. Ich würde aber ihn jetzt zurückziehen. Ja, so angeschlagen würde ich nicht stehen bleiben. Jetzt riskiert er einen Puck. Da hat er. Das könnte noch so passen. Genau. Aber er hat gleich auf jeden Fall. Von den 4 Rifles haben 3 gleich Wett. Und einer vielleicht sogar Wert 2, ne? Und sobald die Wert 3 haben, ist es egal, wie viel Wert der Wehrmachtler ausgibt, dann ist es vorbei für ihn.
Sag nicht, jetzt baust du einen Medbunker. Echt schon. Können wir auch gerne dann hier oben hinbauen. Das Problem ist, wenn man es hier unten hinbaut, eine Adelrieder reinschießt in irgendeiner Form, trifft aus Headquarter die Leute, die gerade vor Ort reinforcen. Also wenn er die Zeit hat, hätte er es auch hier hinbauen können. Aber ich meine, es ist nicht verkehrt da hinten. Oft baut man es halt auch hinter die Hecke aus Sicherheitsgründen. Jetzt kommen endlich die Sandsäcke mit der grünen Deckung hat. Bisschen komisch platziert. Also ein infanteriebasiertes Game, kann man glaube ich schon sagen. Also sieht man direkt mit wer zwei Infanteristen macht bei der Wehrmacht, das sieht man halt auch sehr, sehr selten. So, es hat auf jeden Fall die Armee, die Infanterie mit wer zwei und hat noch keinen MP ausgegeben. Ja, hat halt eben immer wieder Faserland angemacht, deswegen hat er keinen MP, will die auf Longrange wohl benutzen. Und den Flammenwerfer ausgegeben und hier fehlt ihm auch noch was für den Bunker. Ja, jetzt kommen hier die Flammenwerfer, dann eine gute Konter gegen den Block. Muss man trotzdem aufpassen, dass sie nicht platzen. Der platzt zum Beispiel jetzt. Und jetzt kommen die Rifles und kassieren ihren Wett. So, was hat er denn überlaufen? Man muss halt wieder die Frage stellen, warum er da oben kämpfen wollte unbedingt, ne? Also er war ja ein Unterzahler, der da gekämpft hat. Da kamen ja drei Rifles mit zwei Flammenwerfern, da hat er ja keine Chance gehabt. Med Bunker steht. Hier hat er damals ein anderes Kreuz gehabt. Sieht anders aus, oder? Von oben. So, jetzt steht er richtig, ne? Hier unten. Jetzt kämpft er hier unten und so fahren wir dann wieder an. Kann das jetzt hier auch reinforcen, das Ganze. Hat ja halt immer noch keine grüne Deckung hingezogen, muss man sagen. Und der Kampf ist jetzt super. Ne? Wenn die jetzt hier sterben, können die Medics nicht abgeknallt werden. Kriegt direkt sein Grenn und alles. Allerdings hat er, glaube ich, schon beide Medics oben verloren. Von daher ist es jetzt egal. Aber er hätte direkt hier kämpfen müssen. Also da oben, das war in Unterzahl Blödsinn. Ne? Und der Medpunkt hat ja dann auch nicht funktioniert. So, weiter geht's. Der will auch kein MG oder so nachbauen, ne? Also beide Seiten machen einen sauberen Infanteriekampf. Keine schmutzigen Sniper oder MGs oder so. Ich sag hier, kommen jetzt die Wettstufen. Der wird 2, der wird 1. Wo bist du? Der braucht noch 4 Kills. Der platzt jetzt. Also die hier Flammenwerfer einsetzen, macht mir ja Angst. Granaten ein bisschen aufpassen. Der hat wieder vor dem Fatherland angemacht, weil einer von denen noch ein Unterdrückungsfeuer angehabt. Ja, und jetzt hat der Block halt gewonnen. Jetzt versucht er einen auszuschalten. Also den Wett 2 da unten würde ich gezielt gucken. Ich würde wirklich auf den Wett 2 jetzt gehen. Jetzt hinterherlaufen, hinterherlaufen. Der Wett 2 Puck muss einfach kommen. Och, wie der das einfach ignoriert. Ich meine, der schießt da drauf, ne? Aber er hätte ja direkt auf den Wett 2 gehen können. Egal. Supply Yard Upgrade. Legt doch keiner Minen oder so. Und die Medics sammeln. Hast du dich verirrt? Können wir mal bei dem Wehrmachtler gucken. T3? Ne, T4 ist das, ne? Gleich kommen die Panzer. Der Infanterieblob. Das ist so geil. Also wenn jemand mal anfangen würde, Minen zu legen, ne, oder Artillerie schießen würde, oder die Flammenwerfer vielleicht ein bisschen mehr, ne? Erst mit Heal reingehen und dann zwei gleichzeitig oder so. Da gibt es schon eine Menge, was da passieren kann. Also Blob sollte man nicht machen, auch wenn die das hier spielen. Das ist eine sehr komische Runde. Ich sage ja, damals war das Niveau bei denen noch nicht ganz so hoch. Das ist beim vorigen Spiel ist mir schon aufgefallen. Immer auf die Granaten aufpassen. Jetzt geht er weg, jetzt merkt er halt, ne, das ist Unterzahl, sind ja 4 Leute und dann hat er auch keine wirkliche Deckung. Der Gegner hat grüne und gelbe Deckung. Das Faserland hätte ich nicht angemacht an seiner Stelle, die Munition hätte ich mir gespart. Zumal er ja auch wollte, dass sie sterben, damit die Medics sammeln können. Das haben sie jetzt auch nicht gemacht, ne? Hat er sich selber kaputt gemacht und dafür Munden weggeschmissen. Munden-OP. Vielleicht für Granaten und Flammenwerfer, man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ungewöhnlich, hätte ich jetzt gesagt, dass er jetzt Munden-OP spielt. Gerade auch, weil das Spiel ja schon einige Zeit läuft, ne? Das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Ich denke, also das kann einfach nur die Anfangsphase von denen gewesen sein. Schöne grüne Deckung. So wollen wir das sehen. Da kommen hier sicher auch Granaten dazu. Der Ingenieur braucht wieder einen Heal. Fatherland wieder an. Ja, der geht jetzt einen Cut-Off da hinten versuchen. Ja, da ist der T4, das heißt, da kommen gleich Panzer. Das heißt, er muss dann T3 nachziehen wahrscheinlich. Der Amerikaner hat noch keine Doktrin gewählt, oder? Ich habe noch nichts gesehen. Ja, wie viele Kills habt ihr denn? 14, 12, 13. Also das macht sich super bemerkbar, das funktioniert.
Ich hätte jetzt einfach den Decap hier unten gemacht, weil das dauert zu lang. Ja, es macht halt hier irgendwas, dann passiert halt wieder nichts, ne? Weil er muss ja wieder weggehen, weil die Rifles kommen. Und wenn er jetzt doch einen töten sollte, gibt es direkt ein Rennen. Hätte jetzt Infanterie-Doktrin, hätte einfach hier noch eine Mine legen können, wenn die Reinforcen gehen oder so. Flammenwerfer vielleicht rausholen. Ja, und jetzt direkt weg. Da ist der Blob of Doom. Genau, er hat den dritten Flammenwerfer gebaut. Gegen Wetter ganz gut, ne? Kriegen immer noch keine Minen von gar keinem. Also die, ich weiß nicht, ob die trollen, aber ich glaube wirklich, dass das einfach nur ein typisches Anfängerniveau ist. Weil Anfänger spielen halt auch so, ne? Die machen den Blob und fertig. Und weil die Leute oft nicht wissen, wie man den kontert, den Blob, ist es halt ein Problem. Also irgendwann muss ich mal entscheiden für irgendwas, für irgendeine Doktrin. Ja, gegen die ganzen Infanteristen hätte er auch Luftwaffe lange spielen können, wenn er wollte. Dann kann er auch eine Pack abwerfen. Also Strafe dagegen, ne? Und dann Pack abwerfen, wenn dann doch ein Panzer kommt. Ja, das könnt ihr vergessen. Ihr braucht eine Ewigkeit, um die kaputt zu machen. Obwohl das relativ schnell hier geht, ne? Dann haben die das aber weggemacht. Und heutzutage braucht man eine Ewigkeit. Dafür ist natürlich trotzdem nicht schnell, aber man hat ja auch drei Flammenwerfer. Aber es dauert eigentlich normalerweise heutzutage länger. So reißt ihr keine Bunker nun mehr ab. Habe ich so schnell noch nie gesehen, dass sie geändert haben. Wie der runter tickt, ey, voll geil, Mann. Austin. Vielleicht eine Siki bekommen. Zwei. Der erste Mr. Sandland. Denkt er immer an den Sandmann. So, er hat wieder ein Cut-Off bekommen und alle Ressourcen verloren. Also kann er nicht einfach mal auch eine Mine da oben legen? Ja, der Ostwind war auf jeden Fall hier. Vier Kills und ein kaputter Motor. So, jetzt müsste der T3 kommen oder irgendeine Doktrin. Ansonsten weiß ich nicht mehr. Das Problem ist halt, dass er wirklich nicht genug Kills macht. Also er ist immer noch hier mit einem Wett-2 und der ist schon ein paar Mal fast gestorben. Also der spielt den sehr riskant, den Freund. Und die anderen haben halt alle Wett-1, bis auf den einen, der noch nicht mal Wett hat. Ich hätte jetzt doch gedacht, solange die Kämpfe schon gehen, dass er einfach viel mehr ab... Ne, noch nicht mal Wett-1 hier, ne? Dass er viel besser abschneiden müsste. Also wenn er die Minen legt, hat er halt auch den Vorteil, dass die angeschlagener sind und dann die Rifles besser wettbekommen, ne? Also das mit der Mine, ich weiß es nicht. Vielleicht macht er da auch ein Unterdrückungsfeuer an, obwohl The Fatherland negiert das, deswegen sehen wir das nicht. Aber dann hat es auch schon gelohnt, ne? Weil The Fatherland kostet halt 10 Mund mehr als Unterdrückungsfeuer. Du willst keine AT bauen, okay. Eventuell geht er auf den Pershing. Weil er hat ja einen Ostwind gesehen. Er kann jetzt nicht auf AT verzichten, wenn da ein Ostwind ist, weil wo einer ist, kommt auch ein zweiter. Also er muss sich da jetzt schon überlegen, was er machen will. Also er macht keine AT. Boah, das muss echt so die ersten Wochen und Monate gewesen sein, wo die das Spiel wahrscheinlich gekauft haben. Obwohl das damals ja schon einige Zeit auf dem Markt war, ne? Aber dass er den Ostwind jetzt mit Stickies bekämpfen will, das halte ich für ambitioniert. T4 hat er gewartet, okay. Trotzdem hat man sehr lange gewartet darauf. Ist wie in dem letzten Spiel, was wir gesehen haben, auch wenn es im aktuellen Patch war, wo der Ostwind so früh auf dem Feld war, der konnte in die Basis fahren und das Spiel sofort beenden. Das wäre jetzt hier derselbe Fall. Man weiß es halt vorher nicht, aber ein früher Ostwind ist echt eine brutale Geschichte manchmal. Also in beiden Spielen hätte das Spiel jetzt beenden können, der Ostwind. Egal, jetzt kommt hier gleich der erste Panzer. Würde ich sogar fast überlegen, trotzdem Schirmen draus zu machen, einfach wegen dem Infanterie-Spam. Und früher oder später kommt ja vielleicht auch mal ein richtiger Infanterist. Oder so, war. Werden aber langsam Minen gelegt, ne? Jetzt gerade nicht, aber ich habe, glaube ich, eben irgendwo eine gesehen. So, was bauen wir denn? M10, okay. Ja, ist auch nicht verkehrt, ne? Er hat ja die Infanteristen und so eine Sache dann mit M10. Kann er ja auch durch die Volks durchfahren und überfahren, das geht zur Not auch. Will jetzt nur noch gegen die Panzer vorgehen. Also M10 geht genauso wie ein Schirm. Keine Frage. In Ritterkreuzträger kommen wir der Schirm ein bisschen besser, aber der hat so viele Infanteristen, dass ich auch nicht glaube, dass er da investiert. Der möchte wahrscheinlich eher seine Panzer bauen, der Wehrmachtler. Also in 10 ist wahrscheinlich richtig. Und dann wird es auch Tankdog mit hoher Wahrscheinlichkeit sein. Ich hatte nur das Problem, solange er nicht da ist, also jetzt hier, ne, der Feuersupport ihm jetzt ganz viele Infanteristen kostet. Flammenwerfer. Und tot. Was ich nicht verstehe, ist, dass er nie mit Granaten arbeiten will. Also bei dem Blob ist das so lukrativ. Jetzt knallt es.
Das ist ja wohl Glück, aber er ist fast ein Puck geworden. So, der M10 hat Spaß. In Ostwind sind wir los. Er war doch ein bisschen aggressiv da rechts oben. Früher oder später musste ja mal ein Panzer kommen. Der tut sich gemütlich annehmen. Das ist kein Stress, oder? Zack, und jetzt wird er gemütlich fliegen. Da ist er. Das sind die beiden Piloten. Fahrer. So, ja, wenn eins für die Panzer muss auf jeden Fall kommen, keine Frage. Jetzt baut er halt Pax nach, okay. Echt? Vielleicht hat er keinen Treibstoff. Also der Backtech für den T2, ich meine, die Pax damals waren schon sehr episch stark, ne? Dreimal um sich verschießen und so ein Schnickschnack. Aber genau, schon noch abbrechen. Also ich würde trotzdem bei den Panzern bleiben an seiner Stelle. Headquarter ist weg. Also wenn er Infanterie bauen will, kann er ja Ritterkreuzträger bauen und sonst einfach, ne? Panzer 4, Panther und so ein Zeugs. Zweiter M10. Zunur kann auch einen 88er natürlich bauen, ne? Ist ja auch Antipanzer. Oh, 1 M10. Fehlschuss, nice. Den Z1 würde ich jetzt nicht opfern. Ja, der kriegt jetzt wahrscheinlich auch ein paar Panzerfäuste ab. Also da jetzt so reinzufahren, weiß ich nicht. Der hätte das ja geholt, der andere, ne? Und der kann an Panzerfäusten, jetzt ist an der Panzerfaust gestorben. Also der reingefahren, dann wäre er mit einer Panzerfaust gestorben und er hätte auch einen Z1 bekommen. Also war jetzt unsinnig, dass er den verloren hat, den einen M10. So, ein paar Leute überfahren. Rechts, rechts, das ist nicht richtig. Jetzt links. Ah, yes. So schwer ist das jetzt auch nicht überfahren. Noch ein Stück. Und die Frakte überfahren, weil der Wehrmacht kann die ausschlachten und als Deckung benutzen. Einfach drüber fahren, Mensch. Ist das ein Albtraum. Ja, daneben nicht. Ey, was für eine ominöse Runde. Da wird ein neues Fahrzeug produziert. Ritterkreuzträger hat er eingebaut. Ja, vielleicht gibt es wirklich ein Treibstoffproblem. Möglich wäre das ja. Fahr bitte mal die Frax kaputt. Warum fährt er die nicht kaputt? Wenn ich auch drauf schießen, Hauptsache wegmachen die Teile. Links, links, links. Also wäre jetzt links gefahren, hätte er die überfahren, die drei. Also merkt auf jeden Fall noch, dass die sehr unerfahren in diesen Runden sind. Muss mal gucken, ob er Armstrong ein paar bessere finde. Also der hat ja ein paar richtig gute gemacht damals. Das würde ich aber sagen, zählt jetzt nicht unbedingt dazu. Euer Panzer 4. Kein Wert 1. Ich vermute mal, dass da gleich Kolaibi oder sowas kommt. Oder halt Pershing. Früher war, glaube ich, der Pershing ganz beliebt. Ja, der braucht schon seinen Wert 1 hier. Das wäre nicht unwichtig, um den Kampf sicher zu gewinnen. Ich meine, der eine Fehlschuss von der M10 reicht sicher auch. M10 ist ein guter Langstreckenpanzer, ne? Für Long-Range-Schüsse. Also, jetzt fährt er zum Beispiel nah ran. Also, auf Long-Range tut er besser abschneiden gegen den Panzer 4, ne? Das muss man mal sagen. Dieses nah ranfahren hier, ich weiß es nicht. Hat jetzt auch geklappt, ne? Aber es geht natürlich eine Panzerfaust oder irgendwas anderes. Also, der M10 hat eine super Long-Range-Kanone. Die würde ich auch so einsetzen, wenn es so ein fairer Kampf ist. Da kam die Panzerfaust. Hauptgeschütz weg, so wäre der M10 jetzt weg. Dann haben sie gleich noch eine Panzerfaust. Also die M10 darf man echt nicht am Panzerfaust verlieren. Das wäre schon der zweite, wenn er jetzt verliert. Der unten ist bleibt da stehen. Keine Ahnung, wo man stehen bleibt. Aber wenn er Tankdog ist, dann bin ich nur überrascht, dass er nichts holt. Das kann nur Pershing sein. Sonst hätte er irgendwie Reparatur. Oder würde Allied War Machine vielleicht mal riskieren ab und an. Vielleicht wird 3. Hinterkreuz. Ah, das könnte ein bisschen knapp werden, aber wenn er den jetzt für den Ritterkreuz, ne? Guck, dann kriegt er sein Wert 3, weil die halt mehr Kills wert sind. Hat leider keinen erwischt. Einfach die Deckung platt fahren, ne? Wenn die nicht in Deckung stehen, stören die auch keinen. 24 Kills. Und der nächste Panzer.
Ist ja die Frage, ob der Wehrmacht da jetzt noch Panzer baut, ne? Also er hat dann 3 M10s, da kann er jeden Wehrmachtpanzer sofort ausschalten. Und er weiß, dass er Defense ist. Also das Schlimmste, was er warten kann, wäre ein 88er. Ansonsten muss er die Panzer einzeln bauen. Ist er dann Pershing gemacht? Reparatur? Ich will ihn halt unter Panzerfaust beschützen, ne? Aber dafür ist die Reparatur ein bisschen teuer. Also, das ist nur wegen der Panzerfaust, hat er die jetzt angemacht, die Reparatur. Obwohl die Cinderella, aber das ist ja, die heilen noch mit. Ja, also der Deutsche kommt da jetzt im Moment nicht mehr raus. Der verliert halt einfach zu viele Panzer. Die Pack ist tatsächlich die beste Lösung. Das ist eine gute Antwort. Er braucht einfach die Pack, um die Panzer jetzt bekämpfen zu können. Gerade wenn der Pershing gleich noch kommt. Ich hätte trotzdem an seiner Stelle Kolaibi freigeschaltet, weil er hatte die Panzerhoheit und hat nur einen Infanterieblock gegen sich. Und das ist die Artillerie besser als der Pershing. Also der Pershing macht halt auch nichts anderes, als seine M10s jetzt machen würden, ne? Mit 2 bis 3 M10s. Nice. Kann man halt jeden neuen Panzer sofort vernichten fahren, ohne Probleme, zumal er ja weiß, dass bisher auch keine Pack auf dem Feld war. Also den Pershing freischalten war Blödsinn in der Hinsicht. Die Kolaibi wäre sicher massiv besser gewesen. Ja, das läuft auf jeden Fall. Also der Deutsche hat Riesenprobleme, ein Spiel jetzt zu finden. Er hat einfach zu viele Panzer schon verloren, ne? 3 Panzer sind down gegangen bei ihm, das ist einfach sehr teuer. Er hat keinen zu wenig Support gehabt, ne? Keine Minen, keine Pack, keine Panzerstrecks, kein Wett 1. Und einfach die Panzer gegen M10 geschickt und das ist natürlich fatal. So, die eine Pack kommt jetzt wieder alle Panzer weg. Möglich ist das ja, wobei, oh, der gut getroffen. Normalerweise treffen die nicht so gut. So, und jetzt mal schießen. Oder halt 30 mal drehen. Kinder, wie gut treffen denn die M10 die Pack? So funktioniert das eigentlich nicht. Im damaligen Patch war das ja richtig nice. Also normalerweise könnte man im C nicht einfach den Packportal ausschalten. Das scheint hier zu gehen. Okay. Daneben geschossen. Ich habe noch nie gesehen, dass ein C den Pack vernichtet hat, so, ne? Noch nie. Pershing. Ja, die Runde ist durch. Der Magpies hat es damit verloren, denke ich. Was will er jetzt noch machen? Wenn er einen Panzer holt, dann der jetzt M10 und Pershing seiner Basis im Moment. Und er parkt den gerade da vorne. Und weil er ja nie ein Rennen bekommen hat, können die, ne, können MPs ausgeben, was ja auch nicht hilft. Also er hat keine Chance mehr. Das ist Schachmatt an der Stelle. Jo, was für ein Spiel. Ja, aus meiner Sicht hätte er halt den Medic-Bunker früher bauen müssen. Ne, der hätte die Grenzen gehabt. Und die Panzer anders einsetzen. Und diese Defense-Block-Geschichte, das hat ihm überhaupt nicht erschlossen. Dieses For the Fatherland, das klingt immer nice, aber es ist halt einfach nie so gut. Stell dir vor, ich hätte jetzt einen Tiger und einen Königstiger geholt. Das ist ja absolut spielentscheidend gewesen, ne? Und kurze Phasen hat so viel Munition gekostet und den Bunker so wenig sammeln lassen. Wenn der Bunker früher gebaut, hätte er den auch sowieso gar nicht gebraucht. Michaels are too strong. Aber war das schon der Wettchange? Die haben, glaube ich, irgendwann, aber ich dachte, das wäre im neuesten Patch gewesen, haben die, also im neuesten großen, die Wett 2 und Wett 3 haben sie vertauscht damals. Und das eine war Elite-Armor und das andere war Lebenspunkte. Und dieser Tausch hat die wohl geschwächt, den Wett. Ich weiß noch nicht mehr, was war. Also früher hat man, glaube ich, irgendwie 10 und 20%, 20% mehr Leben waren das, glaube ich, auf Wett 3 bekommen. Und dann Wett 2 war irgendwie Elite-Armor. Oder das war genau andersrum. Ich könnte euch aber jetzt nicht mehr sagen, in welcher Reihenfolge das war. Das war auf jeden Fall den Tausch, den die gerade angesprochen haben. Jo, das war die Runde. Nice anzugucken. Und Defense Dog wieder der beste Weg, das Spiel zu verlieren. Wie dem anderen Spiel auch. Also Defense Dog, ich habe das immer als Schwächste mitempfunden. Oft kann man es nur im Teamspiel gebrauchen. Der Early Push, den man bekommt, wenn man Bunker reinforcen kann, das ist ungefähr 90% des Grundes, den zu holen. Ja, die Rocket Artillery, um die Artillery zu countern vom Gegner, ist ja auch nicht der Grund. Das kann man in der V1 auch. Also von daher finde ich Defense Dog immer, fast immer die falsche Wahl. Ich weiß, dass die meisten es tatsächlich holen, weil sie die For the Fatherland spielen wollen, 1 gegen 1. Aber da habt ihr meine Meinung dazu gehört. Und da gehen ja die Meinungen von mir und den Spielern massiv auseinander. Wollte das nur mal loswerden. Und jetzt gucke ich mal, ob mein Screenshot gut war. Ich bin weg. Ciao, ciao.